Ski- und Golf-WM 2010 in Zell am See, Kaprun. Über 280 Teilnehmer aus 18 Nationen sind am Start, darunter viel Prominenz aus dem Ski- und Golfsport. Well done. Maximum Speed. Wieder mit dabei Bodi Miller. Weil er Spaß an der Sache hat und dieses Ungewöhnliche hat anscheinend einen totalen Reiz auf dem Bodi. Er will unbedingt im Einzelbewerb gewinnen. So wie der US-Skistar kommen viele Teilnehmer nicht zum ersten Mal, gerne und voll motiviert zur Ski- und Golf-WM nach Zell am See, Kaprun. Macht einen Heiden Spaß. Der Veranstalter hat ein tolles Werk hingelegt mit der Organisation. Wetter haben wir Glück, es regnet gerade nicht. Score stimmt, Spaß stimmt, Flight stimmt. Also greifen wir es an. Zell am See, Kaprun ist die einzige Destination, die also einen Gletscher und gleichzeitig eine so große Anlage zum Golfen anbietet und daher ist es also perfekt. Ja, die Kombination Golf, Ski, Leute kennenlernen und abends alles zusammenhocken, das ist schon schön. Ja, ich gehöre schon fast zu den Einheimischen. Ich sag, eingefahren habe ich mir unten am Hauptplatz und jetzt wird es ernst da am Kitzsteinhorn. Ich rechne mir im Prinzip gar nichts aus. Für mich ist immer wichtig, ich fahre mit ein paar Bekannten. Und dass ich beim Skifahren vor denen bin. Die dürfen mit beim Skifahren nicht anhängen. Alles andere ist für mich nicht so wichtig. Ich bin hier natürlich da, um zu gewinnen. Die weiteren Ziele sind, hier heil runterzukommen und zwei Tage auf dem Golfplatz trocken zu bleiben. Der erste Bewerb ist ein Riesendorlauf auf der Rennstrecke am Gletscher des Kitzsteinhorns. Auf geht's! Komm mal! Ein Durchgang wird gefahren. Die Zeit des Skirennens wird mit Faktor 4 multipliziert und mit dem Score der beiden Golfrunden subsumiert. Da stellt sich die Frage, wer ist bei diesem Kombi-Wettkampf eigentlich im Vorteil? Der Skifahrer oder der Golfer? Ich weiß nicht, ich bin das erste Jahr hier und dann weiß ich nicht genau, was wichtiger ist, aber für mich war halt einmal wichtig, runterzukommen. Ja, ich glaube schon, dass der Skifahrer da sehr gute Chancen hat, weil er doch einige Sekunden oder eben dann Schläge rausfahren kann. I think you need to be pretty good in both sports to manage to get this. Ja, man, beim Skifahren geht es noch halbwegs. Bei mir hapert es natürlich beim Golfen. Es gibt Golfer, die schon relativ gut Skifahren, also die sind beim Skifahren halbwegs gut dabei. Und die haben natürlich vom Handicap her, wenn die Pro sind oder 0 oder 1 haben, hast du überhaupt keine Chance als mittelprächtiger Golfer. Aufs Skifahren kommt es mehr an. Wenn man rechnet, dass eine Sekunde 4 Schläge bedeutet, dann sind das... Ist es schon skilastig. Also wer nur eine Sportart beherrscht, ist chancenlos. Man muss sehr gut Skifahren, man muss mindestens auf eine Sekunde dran sein, auf die sehr guten Fahrer, um also dann noch, ich sage mal, im Laufe des Turniers mit Golf bestehen zu können. Und dann werden also auch Runden unter Par erforderlich sein. Damit gleich zum zweiten Bewerb, Golf. In diesem Bewerb kommt es auf den beiden 18-Loch-Golfanlagen Kitzsteinhorn und Schmittenhöhe in allen Kategorien zu überaus spannenden, knappen und auch überraschenden Entscheidungen. Die größte Überraschung gibt es bei den Damen. Die deutsche Titelaspirantin Sophie Hufnagel muss sich von ihrer erst 15-jährigen Landsfrau Vanessa Altrichter geschlagen geben. Vanessa Altrichter gewinnt souverän Gold vor Sophie Hufnagel und Sophia Popov, ebenfalls aus Deutschland. Sophia Popov spielte übrigens sensationelles Golf mit Runden von 68 und 74 Schlägen. Trotz Birdies konnte sie ihren Rückstand vom Skifahren nicht mehr aufholen. Oswald Hochfilzer vom Golfclub Kitzbühel, der diesen Bewerb bereits zweimal für sich entscheiden konnte, zeigt in diesem Jahr, dass ihm dieser Kombinationsbewerb besonders liegt. Obwohl der Tiroler erst vor 8 Wochen am Schienbein operiert wurde, holt er sich mit sensationellem Golf in Zahlen 71 und 76 Schläge mit nur 3,8 Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten Norbert Kirchner vom Golfclub Radstadt zum dritten Mal den Titel Ski- und Golfweltmeister. Bronze geht an Anton Ortner vom Golfclub Kitzbühel Cups, ebenfalls zweifacher Sieger dieser WM. Ich habe vor gar nicht langer Zeit das Knie verletzt und deswegen ist das eigentlich eine total überraschende Geschichte, dass ich da heute gewonnen habe.
Es ist starke Konkurrenz, der Toni, der Norbert, wie es heißen, der Body. Es ist einfach, ja, es ist toll und eine super Challenge. Ja, auf jeden Fall. Immer. Was sagst du zu seiner jungen Weltmeisterin? Ja. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Eine noch knappere Entscheidung gibt es bei den Pros. Zwischen Body Miller und dem Vorjahressieger Gary Berchtold. Beide spielen äußerst konzentriert. Body Miller hatte nach dem Riesendollar fast 4 Sekunden Vorsprung auf Berchtold. Beide spielen hochklassiges Golf. Nach 2 Runden liegt Body Miller nur 1,7 Punkte vor dem Schweizer. Wie entscheidend ein gutes Skiergebnis und auch gutes Golf sein kann, zeigt sich in dieser Klasse besonders gut. Der italienische Golfprofi Alex Senona kann die fast 9 Sekunden Rückstand aus dem Riesendorlauf trotz erstklassigem Golf nicht wettmachen. Der Südtiroler landet auf dem undankbaren 4. Platz, nur ein Punkt hinter Landsmann Kuno Profanta, der sich über einen Platz am Podest freuen darf. Gemeinsam mit Gary Berchtold und Weltmeister Body Miller, den dieser Erfolg offensichtlich derart freut, dass der bekannt schweigsame Skiathlet auch ein Siegerstatement gibt. How you make it? Luck. Luck? And I will thank you in the behalf of our team that you're always coming back to tell them, say, what's the reason why you always come back? I love the weather here. It's perfect. Meine Damen und Herren, der sympathische Superstar, Mr. Body Miller! Nicht nur einmal, gleich zweimal gewinnt Body Miller an diesem Wochenende Gold. Gemeinsam mit Walter Fischer, Stefan Ecker, Anton Ortner und Oswald Hochfilzer wiederholt das Team Kitzbühel den Sieg in der Teamwertung vor dem Team Atomic und dem Czech Team One. Die Ski- und Golf-WM in Zell am See Kaprun war auch in ihrer 7. Auflage eine gelungene Veranstaltung. Die Planung für 2011 hat bereits begonnen.